rennst du mit so einem Weibergerät durch die Gegend? Warum bist du nicht draußen, bei den anderen? Am Bahnhof, wo die Verwundeten ausgeladen werden. Melde Gehorsam, Herr Hauptmann. Das hat man mir verboten. Warum? Weil ich versucht habe, mit unserem Truppen an die Front zu fahren. Schon dreimal. Wie heißt du? Franz Lang. Wie alt? Jetzt bin ich gerade 16. Als ich das erste Mal versucht habe, war ich 15. Fantastisch. Wie weit bist du gekommen? Das letzte Mal bis an die Front. Na und? Man hat mich verhört und dann wieder zurückgeschickt. Im Feuer warst du nicht? Nein, Hauptmann. Leider nein. Gut. Jetzt hol mir erstmal eine Zigarette. Franz, was machst du hier? Franz verhilft mir gerade zu einer Zigarette. Franz, ich habe dir befohlen, Saal 12 zu reinigen. Und ich habe dir hier zu befehlen. Niemand sonst. Meine Gnädigste, Franz wird Saal 12 weder heute noch morgen reinigen. Sind ja genug andere da. So. Und darf ich fragen, warum, Herr Hauptmann? Weil er von heute an in den Dienst meiner Schützenkompanie eintritt. Herr Hauptmann, ich möchte ein für alle Mal feststellen, dass ich über den Einsatz des Personals zu bestimmen habe. Franz, du kommst sofort mit. Franz, du bleibst. Franz. Du bleibst. Franz. Gestatten, Gnädigste, eine Frage. Wann sind Gnädigste das letzte Mal gebürstet worden? Ich bin sicher, dass sich gnädiges Fräulein doch noch entschließen werden, mit mir zu schlafen. Noch hier im Lazarett. Aber ganz bestimmt nicht, Herr Hauptmann. Warum? Gefalle ich Ihnen nicht? Doch, doch, Herr Hauptmann. Aber es wäre Sünde. Hast du das gehört, Franz? So jung. Sie hat einen so strammen Körper. Spricht von Sünde. Wie töricht. Hör mal gut zu, mein Junge. Es gibt nur eine Sünde. Nur eine einzige. Und das ist, kein guter Deutscher zu sein und sein Vaterland nicht zu lieben bis in den Tod. Deutschland ist mehr als der Tod. Hans, möchtest du immer noch Soldat werden? Oh ja, doch, Herr Hauptmann. Gut. Ich werde eine neue Kompanie aufstellen, wenn diese Kratzer hier verheilt sind. Du meldest dich dann bei mir. Alles Weitere wird sich finden. Jawohl, Hauptmann. Vielen Dank, Hauptmann. Hör gut zu, mein Junge. Jawohl, Hauptmann. Für mich gibt es nur eine Kirche und die heißt Deutschland. Meine Kirche heißt Deutschland. Wiederhole das. Meine Kirche heißt Deutschland. Lauter. Meine Kirche heißt Deutschland. Thank you.
Guten Tag. Guten Tag, Franz. Guten Tag, Franz. Ich hol das Essen. Komm, Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Immer wieder Kartoffeln. Jeden Tag Kartoffeln. Hör mal zu, Bertha. Unsere Soldaten im Schützengraben, die haben nicht mal alle Tage Kartoffeln. Was weißt du denn schon davon? Bist du denn dort gewesen? Du weißt ganz genau, dass ich dreimal versucht habe, an die Front zu kommen. Und jetzt arbeite ich immerhin in einem Lazarett. Das tue ich für Deutschland. Und du? Was tust du für Deutschland? Bertha, du solltest dich schämen. Das ist meine Sache, Mutter. Und was tust du für Deutschland? Alles klar, Hauptmann. Becker, Schmitz. Mach's gut, Franz. Ich werde es versuchen, Hauptmann. Also, bis nachher. Wenn einer von uns leben bleibt, bringt er das MG zurück. Feuer frei! Dafür kämpfen wir. Wir sollten sehen, dass wir da hinten zurückkommen. Wir haben keinen genauen Befehl. Zwei Tote von vieren sind genug. Der Unteroffizier hat befohlen, das MG zurückzubringen, wenn es Überlebende gibt. Der Unteroffizier hat gesagt, wenn es einen Überlebenden gibt. Ach Junge, du bist verrückt.
Es besteht nicht der geringste Grund zu warten, bis wir auch noch drauf gehen. Die da hinten wissen doch nicht, was der Unteroffizier gesagt hat. Mensch, ich habe eine Frau und drei Kinder. Du bist doch selber noch ein Kind. Los, komm. Ich habe keine Lust, zerrissen zu werden. Die Munition ist auch gleich alle. Kannst du gehen, wenn du willst. Aber ich bleibe hier. Und das MG auch. Quatsch doch nicht so kariert. Halt! Mach doch keinen Mist, du dummer Junge. Kratzer, mein Junge. Du wirst Unteroffizier, das verspreche ich dir. Unteroffizier Franz Lang, arbeite mal schön. Gleichfalls, Schrader. Wird ja immer größer statt kleiner. Du hältst mir den ganzen Betrieb auf. Hör mal zu, Junge. Ich muss mit dir reden. Ich hab nichts gegen dich, aber so kann das nicht weitergehen. Merkst du gar nicht, dass ich mit deinem Tempo nicht Schritt halten kann? Ich gerate in Verzug. Und wenn ich in Verzug gerate, da kann mir die Gewerkschaft auch nicht mehr helfen. Du hast wahrscheinlich keine Ahnung, was das bedeutet. Nee. Ja, wenn das so weitergeht, dann schmeißt man mich raus. Bist du zum ersten Mal in der Fabrik? Ja. Was ist denn dein Vater? Mein Vater war Kaufmann. Er ist kurz vor Kriegsausbruch gestorben. Und vorher? Wo warst du da? Vorher, da war ich im Heer. Freiwillig gemeldet. Na klar. Hör mal zu, du musst ab jetzt langsamer arbeiten. Wieso? Ich arbeite so schnell, wie es der Meister mir erklärt hat. Das müssen Sie da am ehesten... Mensch, sag nicht immer Sie zu mir. Du bist jetzt auch Arbeiter. Mit dem Kameraden, der vor dir da war. Da klappte das wunderbar. Pass mal auf. Du musst doch zugeben, dass es einige Stücke gibt, die schwerer zu bearbeiten sind wie üblich. Wie viel sind das deiner Meinung nach? Jedes achte bis zehnte Stück, was? Also, die Lösung des Problems ist ganz einfach. Ab morgen lässt sich jedes vierte Stück schwerer bearbeiten. Wieso jedes vierte? Ach, Sie meinen, ich soll so tun, als ob was? Siehst du, Junge, hast du kapiert? Nee, da mach ich nicht mit. Warum machst du dich mit?
Der Kamerad, der vor dir da war, hat das jahrelang gemacht. Keine Schwierigkeiten gehabt. Hast du Angst vor dem Meister? Ich hab keine Angst vor dem Meister. Ja, warum willst du denn da nicht mitmachen? Weil Sabotage ist. Was redest du denn da für Quatsch? Ich bin ein guter Arbeiter mein ganzes Leben lang gewesen. Ich habe nie Sabotage betrieben. Wir sind hier nicht beim Militär. Der Meister ist kein General. Du musst Rücksicht auf die Kameraden nehmen, sonst wirst du nie ein guter Arbeiter. Was ich dir vorschlage, ist nicht Sabotage. Das ist Solidarität. So ist das, Alter. In der Hofschlosserei haben wir schon auf den alten Karl geflucht, weil er uns so viel Zeugs rüberschickt. Dabei war das gar nicht der alte Karl. Das war der kleine Franz. Ab morgen wird es aber wieder normal. Nee, komm nicht in Frage. Wie bitte? Ich sage, es kommt nicht in Frage. Wenn man dafür bezahlt, diese Arbeit zu verrichten, meine Pflicht ist es, sie gut zu verrichten. Du bist ja total bescheuert. Mensch, überleg doch mal. Du machst deine Arbeit vielleicht gut, aber du bist schlecht dafür bezahlt. Du schuftest dich ab, damit der alte Sack von Fabrikant sich noch einen dickeren Mercedes kaufen kann, als er einen schon hat. Als er einen schon hat. Mann! Und der alte Karl fliegt auf die Straße. Das sind die Folgen von deiner verdammten Pflicht. Ich glaube nicht, dass ich mir darüber den Kopf zerbrechen muss. Für mich ist die Sache klar. Er stellt mir eine Aufgabe. Und meine Pflicht ist es. Deine was? Jawohl, meine verdammte Pflicht ist es, sie gründlich auszuführen. Der alte Karl hat 5 Kinder. 5! Spielt in dem Zusammenhang gar keine Rolle. Du Arschloch! Du bist ja geradezu widerlich. Wenn ich dir widerlich bin, dann bitte kann ich ja ausziehen. Wirklich, Franz. Manchmal frage ich mich, was mit dir eigentlich los ist. Und irgendwie hast du eine Meise. Tja, so ist das im Zivilleben. Steckst im Dreck bis an den Hals. Und keiner ist da, der dir sagt, wo es wirklich lang geht. Jetzt musst du immer alles selber entscheiden. Na, mein Junge. Ausgeschlafen? Na, danke. Heute muss es klappen. Schon mal schneller arbeiten sehen. Seid ihr bekloppt? Der Alte hat euch wohl am Reingewinn beteiligt. Erich.
Du arbeitest zum ersten Mal in einer Fabrik. Ja. Was warst du vorher? Unteroffizier bei der Infanterie. Ich übrigens auch. Junge, der Karl ist ein guter Kamerad. Und wir hätten es nicht gern, wenn er rausfliegt. Und du weißt genau, wer schuld dran wäre, wenn er fliegt. Und? Weiter? Ganz einfach. Du machst, was er dir vorgeschlagen hat. Das werde ich ganz bestimmt nicht machen. Du kleiner, mieser Schweinehund. Bist du verrückt? Sie sind entlassen. Warum? Tätlichkeiten gegen Kameraden. So schnell? Der Arbeiterrat. Das da draußen ist ein sogenannter Warnstreik. Und wenn wir sie nicht sofort entlassen, geht die Chose erst richtig los. Und der Chef? Der Chef hat nachgegeben. Hier, da abbrechen. Sie glauben wohl, wir leben noch in den guten alten Zeiten. Und der Erich hat so richtig eins in die Fresse gekriegt? Allerdings. Das geschieht diesem Schweinehund von einem Spartakisten gerade recht. Und noch eins. Nicht immer werden diese roten Herren oben und wir unten sein. Das will ich meinen. Du. Was hast du jetzt davon? Hättest dich da nicht einmischen müssen. Erst doch. Ich glaube, es ist ganz gut, dass es so gekommen ist. Leutnant, einer von denen da, der da mit der Verwundung am Kopf, der hat im Baltikum auf unserer Seite gekämpft. Ich kann mich auch noch an seinen Namen erinnern. Er heißt Henkel. Henkel mit CK. Vor Verdomme kam es EK1. Irregeleitet durch diese gottverfluchte jüdische Propaganda. Scheiße. Nochmal Scheiße.
An dem Befehl kann ich nichts ändern. Aufstehen! Los, aufstehen! Los, los! Hoch, aber ein bisschen Dalli! Verzeihung, Kamerad. Los, los, Junge, Speis. Speis, geht wohl nicht, was? Geht schon. 5 Minuten nach 12. Das Schwein hat uns schon wieder 5 Minuten gestohlen. Siebert,
Du musst dem Meister sagen, dass Punkt 12 Uhr Mittag ist. Ja, ja. Der Sack wird seine Uhr rausziehen und sagen, genau 12 Uhr, meine Herren. Weißt du, wie der das macht? Kurz vor 12 stellt er seine Uhr 5 Minuten zurück. Na, seid ihr satt? Der liebe Gott hätte uns Deutschen keinen Magen geben sollen. Oder einen, der Sand frisst. Wie steht es? Geht langsam wieder. Ich verstehe das gar nicht. So ein Schwächling bin ich doch nie gewesen. Hat nichts mit der Kraft zu tun, sondern mit dem Essen. Wie lange warst du denn arbeitslos? Ein paar Monate. Ich war hier gerade in der Gegend und dachte, schaust du mal rein. Vorsichtig ist geladen. Und entsichert auch. Um ehrlich zu sein, ich habe dich aufgesucht, weil ich etwas nicht verstehe. Warum hast du mir gestern deine Schulden auf einen Schlag zurückbezahlt? Ich trage nicht gerne Schulden mit mir herum. Sieh mal eine an. Und jetzt hast du gerade so viel übrig, dass du allenfalls für 2 Tage zu essen hast. Die Woche aber hat 7 Tage. Ist ja wohl meine Sache. Gewiss, mein Herr, das ist deine Sache. Du wolltest dich umbringen. Das ist auch meine Sache. Nein, das ist nicht deine Sache, du Schweinehund. Und was wird aus Deutschland? Deutschland? Deutschland ist futsch. Du ein alter Freikorpsmann. Ein Schweinehund von einem Juden kann sagen, dass Deutschland futsch ist. Der Krieg geht weiter. Ob mit oder ohne Uniform. Du bist und bleibst Soldat. Da. Ich bin kein Redner. Da steht es schwarz auf weiß.
Da, lies. Lesen musst du. Laut. Deutschland ist nicht besiegt. Lauter. Der Krieg ist noch nicht zu Ende. Er hat nur andere Formen angenommen. Die Armee ist auf ein Nichts reduziert und die Freikorps sind aufgelöst. Aber jeder deutsche Mann, mit oder ohne Uniform, muss sich als Soldat betrachten. Mehr als je wird an seinem Mut und seiner unbeugsamen Entschlossenheit appelliert. Wer keinen Anteil am Schicksal des Vaterlandes nimmt, verrät es. Wer sich der Verzweiflung hingibt, desertiert angesichts des Feindes. Die Pflicht jedes deutschen Mannes ist, für das deutsche Volk und das deutsche Blut zu kämpfen. Zu sterben, wo immer er steht. Ich möchte mich einschreiben lassen. Kommen Sie bitte mit. Warst du auch noch Soldat? Ja. Bei der Infanterie. Miese Zeiten jetzt. Scheiß Republik. Aber das wird sich ändern. Glaub mir. Und du kannst dabei mithelfen. Wissen Sie oder glauben Sie? Er liest jedenfalls den völkischen Beobachter. Name? Siebert. Hans Siebert. Westfront. Unter wem? Hauptmann Günther, gefallen.
Drittes bayerisches Inf. Aha. Freikorps? Bei wem? Oberleutnant Rosbach. Im Baltikum, an der Ruhr und in Oberschlesien. Siebert ist Mitglied. An allen drei Kampfplätzen. Fantastisch. Wir schreiben einen vorläufigen Ausweis aus. Sie sind zunächst SA-Anwärter. Dann, wenn wir es für zweckmäßig halten, leisten Sie den Eid auf den Führer und werden in die SA aufgenommen. Haben Sie kein Geld, sich eine Uniform zu kaufen? Leider nein. Warum nicht? Vor einer Woche war ich noch arbeitslos. Otto? Du gibst ihm die Uniform von Heinrich. Die Uniform wird ihm zu groß sein. Er kann sie kleiner machen. Ein Freikorpsmann hat sich das Recht erworben, die Uniform von Heinrich zu tragen. Augenblicklich hast du Befehl, bei deiner Firma zu bleiben. Gib Otto deine Adresse, er wird dir die Uniform von Heinrich bringen. Ein Freikorpsmann hat sicher eine Waffe. Ja, eine Mauserpistole. Wo hast du sie versteckt? In meinem Strohsack. Strohsäcke stellen für Schupus kein Versteck dar. Otto wird dir zeigen, wie man sie versteckt. Zu Otto kannst du Vertrauen haben. Er hat seinen Revolver so gut versteckt, dass er ihn selber nicht mehr finden kann. Bitte, Kanaille! Bitte, Kanaille! Achtung! SA-Anwärter, der Führer erwartet von dir unbegrenzte Hingabe. Jawohl, Obersturmführer. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler. Der Geschäftsführer. Am Schweinestall. Der macht Inventuren. Kannst du ihm mal sagen, Werner ist da? Geh doch selber rein. Du, das möchte ich nicht. Der ist sicher nicht allein. Sei so nett und hol ihn, bitte. Was hat denn Rosbach wieder für militärische Geheimnisse? Das Freikorps Rosbach ist regierungsamtlich verboten. Ja, ja, auf dem Papier. Erinnerst dich noch an Kado, der damals mit unserer Kasse abgehauen ist? Du, der wagt es. Der ist wieder aufgetaucht. Wo hält er sich auf? Er hat sich im Luisenhof einquartiert und sucht Arbeit. Ich dachte, wir führen ihn dir vor. Ach nee, das ist zu viel Aufwand.
Du schnappst ein paar Kameraden und verabfolgst sie in eine Tracht Prügel, dass er diese Gegend meidet wie die Pest. Ja, aber ein Menschenskind, das veruntreut heute Geld. Vergiss das Geld. Es dürfte sowieso längst alle sein. Viel wichtiger ist das. Er ist schon damals zu den Roten übergelaufen und hat sich ein Leninbild in die Bude gehängt. Der muss einfach weg, verstehst du? Der KPD. Habt ihr verstanden? Der ist eine Mitgliedskarte der KPD. Zeig mal her. Beschlagnahmen. Tat. Finster wie im Arsch einer Katze. Na komm, meine süße Kleine. Komm, komm. Du kommst schon schnell genug zu deinem Weiber. Du weißt genau, was jetzt passiert. Du Lump! Was deutsche Männer aufgebaut haben, willst du verraten? Da! Da!
So ergeht das allen kommunistischen Spitzen. Ich bin keiner! Los! Dem Kommunistenschwein die Kehle durch. Lass das, Wiemeyer. Ist so unsicher. Weg da. Wieder fertig? Mensch, du brichst ja alle Rekorde. Hau ab mit der Sauerei. Blöd, Mann. Was war denn gestern hier für ein Geschrei? Ein Kollege hat sich erhängt. Warum? Gnadengesuch abgelehnt. Woher weißt du denn das schon wieder? Beziehungen muss der Mensch haben. Du meinst, einen Arsch kriechen muss er können. Maul halten, los!
Spät habe ich mir ein Magenleiden zugezogen. Der Doktor sagt, ich müsste Kalbfleisch essen. Meine Mutter ist auch krank. Wir haben beide zusammen im Monat 60 Mark Unterstützung. Davon gehen allein 24 Mark für die Mieter. Scheiß Leben. Hätte man zu Kriegsbeginn und während des Krieges einmal 12.000 oder 15.000 dieser hebräischen Volksverderber so unter Giftgas gehalten. Hebräischen Volksverderber so unter Giftgas gehalten. Wie Hunderttausende unserer allerbesten deutschen Arbeiter aus allen Schichten und Berufen es im Felde erdulden mussten, dann wäre das Millionenopfer der Front nicht vergeblich gewesen. Punkt 1 Uhr in meinem Büro. Jawohl, Herr Oberst. Ich habe da einen kleinen Hof in Marienthal. Er ist vollständig heruntergewirtschaftet. Ist ein Drecksloch. Überall Wasser. Die Baulichkeiten sind im traurigen Zustand, die Wiesen auch. Man muss alles erneuern. Die Flößgräben wieder instand setzen, verstanden? Jawohl, Herr Oberst. Ich habe an dich gedacht. Die Bedingungen sind die folgenden. Ich stelle dir zwei Mann und du versuchst alles zu erneuern. Du hältst den gleichen Lohn wie jetzt. Wenn es dir gelingt, ziehst du hin und ich stelle ein paar Pferde ein. Gleichzeitig gebe ich dir eine Zuchtsau, ein paar Hühner und Saatgut, ist ein Stück Feld dabei. Alles, was du herauswirtschaftest, gehört dir. Auch die Jagd gehört dir. Aber vergiss nicht, dass du von dem Augenblick an, wo du einziehst, keinen Pfennig erhältst. Verstanden? Jawohl, Herr Oberst. Keinen einzigen Pfennig.
Alte wartet schon auf dich in seinem Büro. Rein. Guten Tag, Herr Oberst. Setz dich. Du bist fertig, sagst du? Das Haus ist fertig? Du kannst einziehen? Jawohl, Herr Oberst. Da bin ich aber am Randlicht. Du bist nicht fertig. Es bleibt dir noch etwas zu tun. Was denn, Herr Oberst? Heiraten. Oh, Oberst, ich will gar nicht heiraten. Was, du willst nicht heiraten? Du willst Pächter sein, nicht heiraten? Ja, wo verhält sich denn? Du bist doch nicht etwa einer von diesen... Du bist doch nicht etwa krank. Nein, Herr Oberst. Na, Gott sei Dank. Und warum willst du nicht heiraten? Ich habe einfach noch nicht daran gedacht. Merk dir Folgendes. Erstens, ein guter Deutscher muss Stammvater eines neuen Geschlechts werden. Und zweitens, auf ein Gut gehört eine Frau. Stimmt's? Stimmt's? Jawohl, Herr Oberst. Mach dir mal keine Sorgen. Ich habe alles schon in die Wege geleitet. Ich habe dir die Else ausgesucht. Ist das die Tochter vom alten Wilhelm? Kennst du eine andere Else? Aber die wird doch gar nichts von mir wissen wollen. Natürlich wird sie. Ihr seid alle beide gute Deutsche und werdet gute Deutsche Zeugen. Darauf kommt es an. Es gibt schon genug von diesen Polacken hier in der Gegend. Else, kommst du bitte? Das ist lang, Reichsführer. Sie sind Parteimitglied der 22? Jawohl. Sie haben an der Hinrichtung Kados teilgenommen? Jawohl. Sie haben 5 Jahre im Zuchthaus Brandenburg zugebracht? Ja. Im Krieg waren Sie an der Westfront? Ja. Zuletzt als Unteroffizier? Ja. Sie sind weise,
Ja. Sie haben zwei verheiratete Schwestern? Ich wusste nicht, dass meine Schwestern verheiratet sind. Die Partei ist gut unterrichtet. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihre Schwestern verheiratet sind. Wie ich höre, sind Sie ein guter Reiter. Ja, ich habe schon als Kind reiten gelernt. Ausgezeichnet. Dann erteile ich Ihnen den Auftrag, in dieser Gegend innerhalb unseres Bauernbundes eine Reiterabteilung zu organisieren, die gegebenenfalls von der SS übernommen werden kann. Das Wichtigste ist, dass Sie größten Wert auf die moralische Schulung der Männer legen. Die müssen begreifen, dass ein SS-Mann bereit sein muss, seine eigene Mutter hinzurichten, wenn ihm der Befehl dazu gegeben wird. Aber setzen wir uns doch erst einmal. Unterscharführer Lang, Sie haben an der Hinrichtung Kados teilgenommen? Jawohl, Reichsführer. Sie haben 5 Jahre im Zuchthaus Brandenburg zugebracht? Jawohl, Reichsführer. Im Krieg waren Sie an der Westfront, zuletzt als Unteroffizier? Jawohl. Sie sind weise? Ja. Und ich habe Ihnen alle diese Fragen schon einmal gestellt? Jawohl, Reichsführer. Und Sie wissen auch wo? Ja. Und Sie denken, dass ich mich nicht mehr daran erinnere? Jawohl, Reichsführer. Das ist Unrecht. Ein Soldat darf an seinem Führer nie zweifeln. Das wird nie wieder vorkommen. Nein, Reichsführer. Dann wollen wir nicht mehr davon sprechen. Herr Scharführer, ich habe Gelegenheit gehabt, mir über Sie in Bezug auf Ihre SS-Arbeit ein Urteil zu bilden. Und ich muss sagen, Ihre Tätigkeit für unsere Idee zeugt von wahrhaft deutscher Genauigkeit. Ihre besondere Stärke ist die Praxis. Ich freue mich, Ihnen sagen zu können, dass Ihre Kenntnis des Gefängnislebens für die SS von Nutzen sein kann. Die Partei ist dabei, in verschiedenen Teilen Deutschlands Konzentrationslager einzurichten, die den Zweck haben, Verbrecher durch Arbeit zu bessern. In diese Lager werden wir in gleicher Weise die Feinde des nationalsozialistischen Staates einschließen müssen, um sie vor der Empörung ihrer Mitbürger zu schützen. Und auch hier wird der Zweck vor allem ein erzieherischer sein. Ich habe mir gedacht, Ihnen zuerst einmal einen Posten in der Verwaltung des Konzentrationslagers Dachau anzuvertrauen. Ihre Familie wird Sie begleiten. Ein echt deutsches Familienleben scheint mir eine unschätzbare Grundlage der moralischen Festigkeit für jeden SS-Mann zu sein, der in einem KZ einen Posten einnimmt.
Unsere Lage wird sich natürlich erst dann verbessern, wenn ich Offizier bin. Du hast doch immer Offizier werden wollen. Ja. Warum zögerst du dann? Es gefällt mir nicht recht. Warum? Ein Gefängnis ist immer ein Gefängnis. Sogar für den Aufseher. Dann musst du eben ablehnen. Aber wird dir das der Reichsführer nicht übel nehmen? Nein, er hat mir die Wahl gelassen. Wie ist es denn mit dir? Hat es dir gefallen? Nein, ganz und gar nicht. Aber du brauchst keine Rücksicht darauf zu nehmen, was ich will. Der Reichsführer meint, dass ich als Kommandant in einem KZ der Partei am nützlichsten bin. Warum meint er das? Weil ich selber 5 Jahre lang Gefangener war. Hier bist du auch nützlich. Und es ist eine Arbeit, die du gern machst. Darauf kommt es nicht an. Wenn ich der Partei in einem KZ am nützlichsten bin, dann muss ich mich damit abfinden. Aber vielleicht bist du hier nützlicher. Der Reichsführer denkt nicht so. Freie Wohnung? Natürlich. Heizung und Verpflegung frei. Jedenfalls für mich. Außerdem gibt's Prämien. Und du kannst zu Hause bleiben. Ach, darum geht's nicht. Ich finde, du arbeitest zu viel. Ich fühle mich ganz wohl. Werden in einem KZ Häftlinge misshandelt? Wie kommst du denn da drauf? Im nationalsozialistischen Staat sind solche Sachen unmöglich. KZs haben einen rein erzieherischen Zweck. Offizier zu werden war immer dein Traum. Ja. Aber nicht in einem Lager. Also gut, dann lehne ab. Der Reichsführer meint, dass ich in einem KZ der Partei am nützlichsten bin. Sturmbannführer, ich freue mich, Ihnen sagen zu können, dass der Inspekteur der Lager, Gruppenführer Görz, mir einen ausgezeichneten Bericht über Ihre Tätigkeit als Lagerkommandant von Auschwitz vorgelegt hat.
Andererseits erfahre ich, dass Sie mich in einem Gesuch darum bitten, an die Front gehen zu dürfen. Jawohl, Reichsführer. Soll ich das so verstehen, dass Sie einem vaterländischen Gefühl gehorchen? Oder gefallen Ihnen Ihre Aufgaben in Auschwitz nicht? Ich gehorche einem vaterländischen Gefühl, Reichsführer. Das habe ich nicht anders erwartet. Aber es kann natürlich gar keine Rede davon sein, Ihre Verwendung zu ändern. Im Hinblick auf gewisse Projekte betrachte ich Ihre Anwesenheit in Auschwitz als unerlässlich. Bei diesen Projekten handelt es sich nicht etwa nur um ein gewöhnliches Dienstgeheimnis, sondern um ein wirkliches Staatsgeheimnis. Um eine geheime Reichssache. Sturmanführer, ich bitte Sie, mir bei Ihrer Ehre als SS-Offizier zu schwören, dass Sie dieses Geheimnis niemandem offenbaren werden. Ich schwöre es bei meiner Ehre als SS-Offizier. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie verpflichtet sind, dieses Geheimnis niemandem mitzuteilen. Auch nicht Ihrem vorgesetzten Gruppenführer Goertz. Das ist keineswegs ein Ausdruck des Misstrauens gegenüber Goertz. Der wird später davon in Kenntnis gesetzt werden, zu einem Zeitpunkt, den ich für richtig erachte. Der Führer hat die endgültige Lösung des Judenproblems in Europa befohlen. Und Sie sind dazu ausersehen, diese Aufgabe durchzuführen. Das scheint Sie zu überraschen. Die Idee, mit den Juden Schluss zu machen, ist doch nicht neu. Nein, Reichsführer, ich bin nur überrascht, dass man dabei an mich gedacht hat. Aha. Also alles hübsch der Reihe nach. Der Führer weiß natürlich ganz genau, dass, wenn wir die Juden jetzt nicht ausrotten, sie später das deutsche Volk ausrotten werden. Die Frage stellt sich also folgendermaßen. Sie oder wir? Ich habe das Lager Auschwitz als Ort der Vollstreckung gewählt, weil es im Schnittpunkt von 4 Eisenbahnlinien liegt und für Transporte leicht erreichbar ist. Sie habe ich wegen Ihres Organisationstalentes gewählt und wegen Ihrer seltenen Gewissenhaftigkeit. Sie müssen wissen, dass in Polen bereits 3 Vernichtungslager bestehen. Diese Lager befriedigen aber nicht. Erstens, sie sind zu klein. Zweitens, sie werden nicht besonders gut verwaltet. Drittens, die dort angewandten Methoden sind wahrscheinlich mangelhaft. Nach dem Bericht des Lagerkommandanten von Treblinka beispielsweise hat er in 6 Monaten nicht mehr als 80.000 Einheiten liquidieren können. Dieses Ergebnis ist einfach lächerlich. In 2 Tagen wird Obersturmbannführer Eichmann Sie in Auschwitz aufsuchen und Ihnen das Tempo und den Umfang der Transporte für die nächsten Monate mitteilen. Nach seinem Besuch begeben Sie sich in das Lager Treblinka und liefern mir im Hinblick auf die mittelmäßigen Ergebnisse eine konstruktive Kritik der dort angewandten Methoden. Und in 4 Wochen, in exakt 4 Wochen, liefern Sie mir einen genauen Plan im Maßstab der historischen Aufgabe, die Ihnen obliegt. Haben Sie Einwände? Nein, Reichsführer. Haben Sie noch irgendwelche Bemerkungen zu machen? Nein, Reichsführer. Das ist ein Befehl des Führers. Sie haben jetzt die schwere Mission, diesen Befehl auszuführen. Jawohl, Reichsführer.
Ihre Erfindung? Den Spruch hatten wir schon in Dachau. Wenn ich also die runde Summe von 500.000 Einheiten für die ersten 6 Monate zugrunde lege, komme ich auf einen monatlichen Durchschnitt von ungefähr 84.000 Einheiten. Das heißt 2.600, die 2.800, die binnen 24 Stunden der Sonderbehandlung zu unterwerfen wären. Das ist eine ungeheure Zahl. Irrtum. Sie vergessen, dass es unter den 500.000 Einheiten wahrscheinlich eine ziemlich große Zahl von Arbeitsfähigen geben wird, die Sie nicht zu behandeln haben. Meiner Meinung nach heißt es nur dem Problem ausweichen. Nach meiner Erfahrung als Lagerkommandant beträgt die durchschnittliche Dauer der Verwendungsmöglichkeit eines Häftlings zur Arbeit 3 Monate. Danach wird er arbeitsunfähig. Also angenommen, bei einem Transport von 5.000 Einheiten wären 2.000 Arbeitsfähige, so ist doch klar, dass diese 2.000 nach 3 Monaten zu mir zurückgeschickt werden, damit ich sie behandle. Na gut, aber Sie haben wenigstens Zeit gewonnen. Und solange Ihre Einrichtung noch nicht auf der Höhe ist, wird dieser Aufschub Ihnen zweifellos sehr zustatten kommen. Sie müssen nämlich darüber hinaus noch wissen, dass nach den ersten 6 Monaten die Transporte beträchtlich gesteigert werden. Aber das ist schlechterdings unmöglich. Mein lieber Sturmbannführer, Napoleon hat gesagt, unmöglich ist ein Wort, das es in der französischen Sprache nicht gibt. Und seitdem wir an der Macht sind, versuchen wir der Welt zu beweisen, dass es kein deutsches Wort ist. Bitte, Obersturmbannführer. Ja? Ich wollte nur sagen, dass es technisch unmöglich ist. Erlauben Sie, aber die technische Seite der Sache ist allein Ihre Aufgabe. Zu meinem Ressort gehören nur die Zahlen. Meine Aufgabe ist eine rein statistische. Ah, Else. Darf ich der Obersturmbannführer Eichmann vorstellen? Meine Frau. Guten Tag. Guten Tag. Häftling 4678 mit Häftling 9107 auf dem Weg ins Revier. Fragen Sie ihn, wo er die Verletzung her hat. Was ist mit ihm passiert? Er ist von der Treppe runtergefallen. Kto cię tak pobił? Mój Boże. Scharführer Seifert und ein Rottenführer in der Stube. Auf dem Gang ein Rottenführer und 5 Neueingänge. Korzeniowski Adam hat während der Arbeit Äpfel gestohlen. Czarnewski Bruno hat im Umschlag seiner Hose einen Bleistiftschummel versteckt. Niewaczek Ladislaus hat am Arbeitsplatz geraucht. Szymanczek Jerzy
versuchte einen Brief illegal zu befördern. Sankowski Adam hat seine Goldblombe herausgenommen, um sie gegen Brot zu tauschen. Alle Häftlinge vorerst 8 Tage Dunkelzelle und Essensentzug. Ich weiß, dass es eine Heidenarbeit macht, jeden Tag so viele Vasen zu versorgen. Aber wie ich schon mal gesagt habe, ohne Blumen könnte ich einfach nicht leben. Es ist ein wahres Glück für mich, dass ich dich als Gärtner bekommen habe. Für mich bist du ein richtiger Künstler. So auf deine Art. Wenn du fertig bist, geh in die Küche und lass dir von Jadwiga was zu essen geben. Na, wie hörst du was kommen? Kdo u nás bude střídat? So, dass an der Stelle hier
Das ist hier Abschnitt C. Abschnitt C ist ja. Da genau bei dem Turm links ja, bis zur Schulmauer. Ja. Also dieser Abschnitt ist neu und sehr gut, aber auch noch ausbaufähig. Abschnitt C und D. Gesehen. Guck mal, ich bin ein Verbrecher und die Brigitte ist eine Jüdin. Vati, Vati! Brigitte, bitte geht auf euer Zimmer. Else! Else! Was soll denn dieser verdammte Unsinn mit den Abzeichen? Ach, Franz, die Kinder haben halt der Schneiderin tagelang in den Ohren gelegen. Ich weiß nicht, warum du dich denn so drüber aufregst. Die Schneiderin. Die macht natürlich alles das, was die Kinder wollen. Von dir allerdings hätte ich etwas mehr Verstand erwartet als von dieser Polacke mit ihrer übertriebenen Affenliebe zu den Kindern. Die Abzeichen werden abgetrennt. Auf der Stelle! Setzler! Ja? Was ist das hier für ein Zeug? Das sind die Reste von dem Gift, die uns ganz zu Anfang eine Firma nach Auschwitz geliefert hat. Wir haben damals in den alten Kasernen das Ungeziefer damit vernichtet. Wissen Sie noch, wie es funktioniert? Keine Ahnung. Kommen Sie, Setzler, schnell. Oh, yeah.
Alles mal herhören. Sie befinden sich jetzt innerhalb des Lagers. Hier herrscht Ruhe, Ordnung und vor allem Sauberkeit. In dem Gebäude, vor dem Sie jetzt stehen, ist ein Raum mit Duschen. Sie betreten zunächst den Auskleideraum und anschließend den Duschraum. Im Auskleideraum finden Sie auch Handtücher und Seife. Hier legen Sie alle Ihre Kleider ab, aber bitte so, dass Sie diese nachher auch leicht wiederfinden. Verhalten Sie sich diszipliniert und befolgen Sie die Anordnungen unserer SS-Männer, die Sie hineinbegleiten werden. Nach dem Duschen erhält jeder von Ihnen einen halben Liter Kaffee. Gehen Sie jetzt bitte hinein. Das ist eine harte Aufgabe, eine gnadenlose Aufgabe, aber wir müssen sie erfüllen. Das Gebäude ist im Prinzip richtig, aber es genügt bei weitem nicht. Das müssen Sie ganz klar sehen, Sturmbannführer. Jawohl, Reichsführer. Mitteilung des Chefs der Amtsgruppe D hat der Reichsführer SS im Verfolg seines letzten Besuchs im Konzentrationslager Auschwitz den Lagerkommandanten SS, Sturmbannführer Franz Lang, mit sofortiger Wirkung zum Obersturmbannführer befördert.
Danke, ich rauche nicht mehr. Wenn Sie sich noch einen Augenblick gedulden wollen, Sturmbahnführer, das Essen ist gleich soweit. Und wie finden Sie Auschwitz, gnädige Frau? Ja, natürlich. Dieser unangenehme Geruch und all das. Aber Sie können sicher sein, wir haben in Kulmhof dieselben kleinen Unannehmlichkeiten. Sie haben ein bemerkenswert hübsches Haus, gnädige Frau. Danke. Sie haben auch ein Lager unter sich, Sturmbahnführer? Ja, aber bei Weitem kein so großes. Ich habe auch keine ständigen Häftlinge wie Ihr Gatte. Meines sind alles Zugvögel. Fehlt Ihnen die Heimat nicht ein bisschen, gnädige Frau? Polen ist ein tristes Land. Aber ich glaube, allzu lange wird es nicht mehr dauern. Bei dem Tempo, mit dem unsere Männer vorgehen, werden wir binnen kurzem im Kaukasus sein. Und dann kann sich der Krieg nicht mehr allzu lange hinziehen. Diesmal werden wir noch vor dem Winter fertig sein. Bin felsenfest davon überzeugt. In 2 Monaten höchstens. Und Sie, Obersturmbahnführer, was werden Sie nach dem Krieg machen? Es wird nicht immer Lager geben, wollen wir hoffen. Tja. Ich werde vom Reich einen guten Ostraumer bitten. Mein Mann war Pächter bei Oberstbaron von Jeseritz. Wir haben etwas Land bebaut und Pferde gezüchtet. Ach, wirklich? Ackerbau und Pferdezucht. Sie haben mehr als einen Pfeil im Köcher, sehr gut. Das Reich wird Kolonisten brauchen, wenn die Slawen verschwunden sein werden. Wie war doch neulich der Ausspruch des Reichsführers? Der deutsche Musterpionier des Ostraums. Wenn ich mich nicht irre, hat er es sogar speziell von Ihnen gesagt, Obersturmbahnführer. Hat er das wirklich von meinem Mann gesagt? Ich bin sogar ganz sicher, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Und der Reichsführer urteilt gerecht. Ach, ich freue mich so für Franz. Er ist immer so gewissenhaft. Er arbeitet so viel. Zu viel. Ja, manchmal wird es wirklich ein bisschen viel. Großartig. Sie leben in Auschwitz wirklich wie Gott in Frankreich, gnädige Frau. Ich bekomme den Kaffee von Hauptsturmführer Hegemann. Er wird ihm immer aus Frankreich geschickt. Danke. Das Lagerleben könnte so schön sein. Wenn nur nicht diese ganze Hässlichkeit wäre. Das Schlimmste am Lager ist für mich die Hässlichkeit. Und das wurde mir heute Morgen wieder ganz besonders deutlich, Obersturmbahnführer, als Sie mir die Sonderaktion gezeigt haben. Alle diese Juden... Entschuldigen Sie, wenn ich Sie kurz mal unterbrechen darf. Else, bitte sei doch so gut und hol uns den französischen Cognac. Das ist ganz besonders gut zum Kaffee. Die sind fast alle so hässlich. Ich habe sie mir genau angesehen, als sie in die Gaskammern ging. Und nach der Vergasung, diese nackten Gestalten. Besonders die Frauen. Scheußlich. Und dann auch diese Stellungen. Zum Teil gemein. Richtig schmierig. Das war für mich wie ein Gemälde von Bruegel. Schon weil sie so hässlich sind, verdienen sie den Tod. Und dann noch der Gestank. Bitte, Sturmbahnführer. Meine Frau weiß von all dem nichts. Kennen Sie Bruegel? Ich meine Bruegel. Nicht den Älteren, auch nicht den anderen. Den Höllenbruegel. So nennt man ihn, weil er immer wieder die Hölle malte. Danke, Else.
sieh an, noch mehr der guten Sachen. Alles von Hauptsturmführer Hegemann. Er hat Freunde in Frankreich. Ein wunderbares Land, Frankreich. Waren Sie schon mal in Frankreich, gnädige Frau? So ist es also. Das machst du also. Was willst du damit sagen? Und dieser entsetzliche Geruch. Die Schornsteine, ich begreife das jetzt erst alles. Natürlich verbrennen wir die Toten. Man hat schon immer Leichen verbrannt, das ist doch nichts Neues. Eine Frage der Hygiene, besonders bei Epidemien. Du lügst ja! Du schickst sie ins Gas. Ich lüge? Wie kannst du es wagen? Männer, Kinder, Frauen. Ja, was? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Du machst das. Glaubst, dass ich das gerne tue? Du bringst sie um! Oh Gott! Ilse, um Gottes Willen, leise! Ganz ruhig. Frau Müller ist ausgegangen. Die Kinder? Die schlafen längst. Else, du musst das verstehen. Wir sind nur Arbeitsunfähige. Es gibt nicht genug Nahrungsmittel für alle. Glaub mir, es ist für sie viel besser, wenn wir auf diese Weise mit ihnen verfahren, als sie verhungern zu lassen. Das hast du dir ausgedacht. Ich doch nicht. Ich bin daran unbeteiligt. Das ist ein Befehl. Wer hätte einen solchen Befehl geben können? Der Reichsführer. Warum? Ja, warum? Juden sind unsere schlimmsten Feinde, das weißt du doch. Wenn wir sie jetzt nicht liquidieren, werden sie später das ganze deutsche Volk ausrotten. Aber das ist doch unsinnig. Wie können die uns ausrotten, wo wir doch den Krieg gewinnen? Das ist ein Befehl. Hättest du meinen anderen Auftrag bitten sollen? Ich habe es getan. Ich habe mich an die Front gemeldet. Der Reichsführer hat abgelehnt. Dann hättest du dich weigern müssen, zu gehorchen. Was du da sagst, das ist... Das geht gegen die Ehre. Und was du jetzt tust? Ein Soldat hat zu gehorchen. Außerdem, was hätte es geändert? Man hätte mich degradiert und erschossen. Und? Was wäre dann aus dir und den Kindern geworden? Ach, das ist doch völlig egal. Wenn ich mich geweigert hätte, dann hätte man irgendeinen anderen an meine Stelle getan. Aber du wenigstens hättest es nicht getan. Else. Das ist ein Befehl. Befehl. Du hast kein Recht, mich so zu behandeln. Alles, was ich im Lager tue, das tue ich,
Jawohl, das tue ich auf Befehl. Ich bin nicht dafür verantwortlich. Du kannst sagen, was du willst. Du. Du bist das, der das macht. Bitte versteh doch. Ich bin nur ein Stück im Räderwerk, nichts weiter. Wenn im Heer der Vorgesetzte einen Befehl gibt, dann ist er dafür verantwortlich, er ganz alleine. Wenn der Befehl schlecht ist, dann wird der Vorgesetzte bestraft, niemals der, der ihn ausführt. Ach so? Das ist der Grund, warum du gehorchst. Du denkst, wenn die Sache schlecht ausgeht, wirst du ja sowieso nicht bestraft. Daran habe ich wirklich nie gedacht. Es ist mir nur unmöglich, einem Befehl nicht zu gehorchen. Es ist mir physisch unmöglich. Also, wenn man dir befehlen würde, deinen Sohn Franz umzubringen, würdest du es tun? Das ist doch Wahnsinn. Einen solchen Befehl würde man mir niemals geben. Aber warum denn nicht? Man hat dir befohlen, kleine jüdische Kinder umzubringen. Warum nicht deine? Warum nicht unseren Franz? Das ist Wahnsinn. Einen solchen Befehl würde der Reichsführer mir niemals geben. Das ist doch absurd. Aber du bist nicht sicher. Und wenn der Reichsführer dir befehlen würde, unseren Franz umzubringen, du würdest es tun. Du würdest es tun. Du würdest es tun, sag ich dir. Natürlich. Else? Gepennt wird ja nicht, du faules Schwein, du dämliches. Schneller, ihr faulen Hunde. Eins, zwei, arbeiten, schneller. Na, mach mal, na, hopp, hier. Los, weiter, was denn? Auch du. Ich reiß gleich den Arsch auf. Wir sollen arbeiten und nicht rumstehen. Ja, und? Was ist mit, ich schlag euch das Genick ein. Pass auf, wenn du nicht weitermachst.
Na hopp hier, mach! Na los, du Stinkstäbel! Ran jetzt! Schneller, schneller, schneller! Sonst hab ich noch was auf Kreuz. Du da drüben. Und du auch. Na los, arbeiten! Na los, 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 los! Hey, du da drüben, du auch. Hey, du, schlafen wird hier nicht, du fauler Sack. Na, willst du wohl aufstehen? Na los, aufstehen! Los, Mensch. Was ist denn, was ist denn? Nicht rumstehen, hier wird nicht gegangen. Weiter, weiter, weiter. Kommen Sie, Setzler. Wir kriegen ja die Meldung über den Fall. Das Krematorium II wurde unter Einsatz aller verfügbaren Kräfte trotz unsagbarer Schwierigkeiten und Frostwetter bei Tag- und Nachtbetrieb bis auf bauliche Kleinigkeiten fertiggestellt. Die Öfen wurden im Beisein des Herrn Oberingenieur Prüfer der ausführenden Firma Topf und Söhne Erfurt angefeuert und funktionierten tadellos. Die Eisenbetondecke des Leichenkellers konnte infolge Frosteinwirkungen. Entschuldigt. Ist das die neue? Nach dem Essen. So, jetzt kommen wir wieder. Gute Mahlzeit. Mhm. Mhm. Zeig, wenn es genug ist, ja? Hier der Kommandant, Hauptscharführer Moll, bitte. Ja, sagen Sie, Moll, ich habe ja gerade die Aufstellung von gestern vor mir. Ist Ihnen da eigentlich gar nichts aufgefallen? Ich weiß, dass Sie ein vielbeschäftigter Mann sind, Moll, und dass Ihnen da manches entgehen muss. Ich weiß auch, dass Sie ein bescheidener Mann sind. Aber haben Sie wirklich nicht gemerkt, dass Sie gestern Ihre bisher höchste Summe zusammenaddiert haben?
Sie können sich darauf verlassen, Moll. Falls ich mich geirrt haben sollte, was so gut wie ausgeschlossen ist, werde ich Sie auf der Stelle unterrichten. So, und jetzt sagen Sie mir noch eins. Was ist da eigentlich passiert? Wie ist diese doch immer als unmöglich bezeichnete Leistung zustande gekommen? Ach. Ach, sieh mal einer an. Weil durch Zugverspätung 5 Transporte auf einmal eingetroffen sind. Das würde also bedeuten, dass man euch nur die entsprechende Anzahl Transporte draufzuknallen braucht, damit ihr spielend auf Runde 10.000 am Tag bringt. Ja, das hätte man vorher wissen sollen. Franz Lang ist genau mit unserem Jahrhundert geboren worden und er symbolisiert in der Tat ziemlich genau, was ein halbes Jahrhundert deutscher Geschichte an Gewalttätigkeit und Fanatismus enthält. Und Not, Herr Oberstleutnant. Sie sind in Not gewesen? Ja, ziemlich. Das ist keine Entschuldigung. Wie viele andere waren auch in Not. Ich habe keine Entschuldigung nötig. Ich habe nur gehorcht. Wie erklären Sie, dass Sie dazu haben kommen können? Man hat mich wegen meines Organisationstalents ausgewählt. Sie haben meine Frage nicht verstanden. Sind Sie immer noch so überzeugt, dass es nötig war, die Juden auszurotten? Nein, ich bin nicht mehr so überzeugt davon. Und warum nicht? Weil der Reichsführer Selbstmord begangen hat. Das beweist, dass er kein Führer war.
Und wenn er kein Führer war, dann könnte er mich belogen haben, als er mir die Ausrottung der Juden als notwendig hinstellte. Folglich, wenn es noch einmal getan werden sollte, würden Sie es nicht wieder tun? Ich würde es wieder tun, wenn ich den Befehl dazu erhielte. Sie würden also gegen Ihr Gewissen handeln? Wider Ihre bessere Einsicht? Entschuldigen Sie, aber ich glaube, Sie verstehen meinen Standpunkt nicht. Also ich glaube, das ist doch völlig unwesentlich. Meine Pflicht ist es, zu gehorchen. Aber doch nicht derart entsetzlichen Befehlen. Frauen, Kinder. Wie konnten Sie so etwas nur tun? Sie haben also dabei gar nichts empfunden. Man hat mir diese Frage immer wieder vorgelegt. Und was antworten Sie da gewöhnlich? Das ist schwer zu erklären. Am Anfang hatte ich natürlich ein peinliches Gefühl. Aber mit der Zeit habe ich dann jede Empfindung verloren. Ich glaube, das war nötig, sonst hätte ich nicht weitermachen können. Sie müssen begreifen, ich dachte an die Juden in Einheiten und nicht als an menschliche Wesen. Konzentrierte mich auf die technische Seite meiner Aufgabe, etwa wie ein Flieger, der seine Bomben auf eine Stadt abwirft. Ein Flieger hat nie ein ganzes Volk vernichtet. Er würde es tun, wenn es möglich wäre und man ihm den Befehl gäbe. Sie empfinden also keinerlei Gewissensbisse? Ich brauche keine Gewissensbisse zu haben. Die Ausrottung der Juden war vielleicht ein Irrtum, aber nicht ich habe sie befohlen. Das meine ich jetzt nicht. Haben Sie seit Ihrer Verhaftung nie an die unzähligen Menschen gedacht, die Sie in den Tod geschickt haben? Ja, manchmal. Und was fühlen Sie da? Ich empfinde nichts Besonderes. Der Vernichtungsvorgang in Auschwitz-Birkenau wickelte sich wie folgt ab. Die Transportzüge mit den zur Vernichtung bestimmten Juden liefen auf einer besonders zu diesem Zweck errichteten Bahnanlage bis in unmittelbare Nähe der Vernichtungsanlagen. Diese Züge waren vorher durch Fernschreiben von der absendenden Dienststelle des Obersturmbannführers Eichmann vom Reichssicherheitshauptamt avisiert und hatten bestimmte laufende Nummern mit Buchstaben, um eine Verwechslung mit anderen Häftlingstransporten zu vermeiden. Jedes Fernschreiben dieser Transporte betreffend hatte den Vermerk, entsprechenden gegebenen Richtlinien und sind der Sonderbehandlung zuzuführen. Diese Züge waren geschlossene Güterwagen und enthielten im Durchschnitt etwa 2000 Personen. Nach Ankunft der Züge an der oben erwähnten Rampe musste das begleitende Bahnpersonal und die begleitende Wachmannschaft, Angehörige der Sicherheits- und Ordnungspolizei, das Gebiet verlassen. Nur der übergebene Transportleiter blieb bis zur zahlenmäßigen Übergabe an den diensthabenden Führer des Lagers anwesend. Nach der Entladung und zahlenmäßigen Feststellung, namentliche Listen wurden nicht erstellt, mussten alle Personen an zwei diensthabenden SS-Ärzten vorbeigehen. Und es wurden hierbei die Arbeitsfähigen von den Nichtarbeitsfähigen getrennt. Es waren im Durchschnitt etwa 25%, die arbeitseinsatzfähig befunden wurden. Die Arbeitsfähigen marschierten sofort in das Lager zur Umkleidung und Aufnahme. Das gesamte Gepäck blieb auf der Rampe liegen und nach dem Abtransport auch der Nichtarbeitsfähigen in das Effektenlager zur Aussortierung gebracht zu werden. Die Nichtarbeitsfähigen wurden nach Männern und Frauen mit Kindern getrennt und marschierten nach der nächsten freien Vernichtungsanlage. Die Nicht-Gehfähigen und Frauen mit kleinen Kindern wurden mit Lastwagen dahin transportiert. Dort angekommen, mussten sich alle nackt ausziehen in Räumen, die den Eindruck machten, als handelte es sich um eine Entlausungsanlage. Das ständige Arbeitskommando der Häftlinge, die bei diesen Anlagen arbeiteten und auch da untergebracht waren, kamen mit anderen Häftlingen des Lagers nicht in Berührung, halfen beim Ausziehen und redeten den Zögernden gut zu, sich zu beeilen, damit die anderen nicht so lange warten müssten. Auch wurde gesagt, dass sie darauf achten sollten, wo sie ihre Sachen hinlegten, damit sie dieselben nach dem Bad gleich wiederfinden könnten. Dies wurde alles getan, um etwa auftauchende Bedenken zu zerstreuen. Nach der Entkleidung ging es in den nächsten Raum, der eigentlichen Gaskammer. Diese war als Bad hergerichtet, das heißt, es waren überall Brausen und Leitungsröhren angebracht, Wasserablaufrinnen und so weiter.
Sobald der ganze Transport in der Kammer war, wurde die Tür zugemacht und gleichzeitig von oben durch besondere Öffnungen das Gas eingeworfen. Es handelte sich um Zyklon B, eine kristallartige Blausäure, die sofort verdunstete, das heißt, bei Berührung mit Sauerstoff sofort wirksam wurde. Die Menschen wurden beim nächsten Atemzug schon betäubt und je nach Witterung und Zahl der Eingeschlossenen dauerte die Tötung etwa 3 bis 15 Minuten. Nach diesem Zeitpunkt regte sich nichts mehr. 30 Minuten nach Einwurf des Gases wurde die Kammer geöffnet und mit dem Abtransport der Leichen nach der Verbrennungsanlage begonnen. In all den Jahren ist mir nicht ein Fall bekannt geworden, dass noch Lebende aus den Kammern herauskamen. Beim Herausholen wurden den Frauen die Haare abgeschnitten und vorhandene Goldzähne und Ringe durch Häftlingszahnärzte, die beim Kommando beschäftigt waren, entfernt. In Birkenau bestanden 5 Anlagen. 2 große Krematorien mit Koks geheizt, mit einer Kapazität von je 2000 Menschen innerhalb von 24 Stunden. Im Gasraum konnten bis zu 2500 Menschen getötet werden. 2 kleinere Anlagen konnten mit je 4 größeren Doppelöfen etwa 1500 Menschen beseitigen. Dazu noch eine Freianlage, das heißt ein altes Bauernhaus, war fugendicht als Gasraum hergerichtet und konnte gleichzeitig etwa 1500 Menschen fassen. Die Verbrennung erfolgte in offenen Gruben mit Holz und diese war eigentlich unbegrenzt. Man konnte innerhalb 24 Stunden nach meiner Berechnung bis zu 8000 Menschen auf diese Art verbrennen.